eine ganz große Aufgabe von Dynamic wird auch sein, dann den wissenschaftlichen Nachwuchs letztendlich zu unterstützen, viele Menschen auch darüber einzustellen. Wir haben da zwei Stellentypen. Das eine sind die Early Career Researchers, also die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die eine spezielle Förderung erfahren. Aber es gibt auch gerade zur besseren Vernetzung mit den klinischen Aufgaben die Clinician Scientists, also Personen, die jetzt eher den Schwerpunkt vielleicht mal in der klinischen Ausbildung, Weiterbildung haben, in der Facharztweiterbildung sind zum Beispiel oder Psychotherapie-Weiterbildung, aber die Forschung auch gerne noch ein bisschen mitbetreiben möchten. Das sind die Clinician Scientists. Und hier greifen wir ein Momentum auf der aktuellen Zeit. Gerade für die Psychotherapeutinnen und Therapeuten wurden die Ausbildungswege verändert. Es gibt ein neues Psychotherapiegesetz, was jetzt durchreguliert wird. Und wir greifen diesen neuen Schwung auf letztendlich, um da auch Strukturen zu schaffen, dass wir hier letztendlich auch einen ganz neuen Stellentyp schaffen. Und das werden dann alles Nachwuchsleute sein, die nicht mehr von den Schranken des eigenen Faches geprägt sind, sondern von der interdisziplinären Zusammenarbeit, von inspirierenden neuen Ideen, die vielleicht von den AI-Leuten reinkommen oder von anderen, sodass wir hier wirklich auch eine neue Generation von klinischen Psychologinnen, Psychologen und Psychiaterinnen und Psychiatern mit kreieren wollen.